als die letzte Bund-Länder-Runde zusammenkam und ihren Beschluss vorgelegt hat, da fand sich darin ein bemerkenswerter und ich finde geradezu verräterischer Satz. Er ging ungefähr so, ich zitiere ihn aus dem Kopf: Im Kampf gegen die Pandemie ist das Prinzip "Wir bleiben zu Hause" immer noch das zentrale Instrument. Auch ein Jahr nach dem ersten Auftreten von Corona-Erkrankungen in Deutschland ist für die digitalisierte Industrienation Deutschland nur noch die Freiheitseinschränkung das wesentliche Instrument. Nichts hat sich daran verändert. Ich halte es für geradezu einen Offenbarungseid für eine digitale Industrienation, dass sie die Menschen nur dazu auffordern kann, Kontakte einzuschränken und zu Hause zu bleiben, dass es keine alternativen Lösungen gibt, um mit der Pandemie fertig zu werden. Daran hat sich im vergangenen Jahr eben leider nichts und gar nichts geändert. Und mancher Politiker tritt auch so auf, als würde er gerne den Menschen eine Richtung weisen und würde die Bürgerinnen und Bürger gerne auch mit dem erhobenen Zeigefinger belehren, was jetzt nun sich gehört und was nicht. Manche Bemerkung aus dem Mund von Ministerpräsidenten hört sich nicht an nach Pandemiebekämpfung, sondern nach Stubenarrest, den man den Menschen verhängen muss. Und daraus, meine Damen und Herren, muss sich unser Land nach einem Jahr der Pandemie endlich befreien. Diese Spirale aus Angst machen und dann alles dicht machen, diese Spirale müssen wir überwinden durch eine nun intelligentere Bekämpfung der Pandemie. Missverstehen Sie uns als die Freien Demokraten nicht. Wir sehen die Gefährlichkeit der Corona-Erkrankung. Sie darf nicht relativiert werden. Deshalb ist der Gesundheitsschutz auch noch eine hohe Priorität der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft. Daran darf es keine Abstriche geben. Wer das leugnet oder wer beispielsweise den Umgang mit Corona vergleicht mit den Regeln der Straßenverkehrsordnung, wo eben auch Sterbefälle hinzunehmen seien, wie das im Deutschen Bundestag vorgetragen worden ist, der disqualifiziert sich für jede Form politischer Verantwortung. Aber dennoch muss nach einer Alternative gesucht werden, wie der notwendige Gesundheitsschutz mit unserer Freiheit, mit dem sozialen und wirtschaftlichen Leben besser ausbalanciert werden kann. Und genau diese Abwägung bleiben viele Politikerinnen und Politiker schuldig, bleiben Regierungen in Bund und Ländern schuldig, weil sie sich auf den einen Weg festgelegt haben, den Weg eben des Stillstands im Land.